Brot für die Welt. Video. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Jetzt gibt es nicht nur Bild, sondern jetzt gibt es auch Ton dazu. Vielen Dank für die Techniker, die jeden Tag hier Schwerstarbeit leisten. Meine Damen, meine Herren, schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Es geht um dieses in der nächsten Stunde und 15 Minuten, meine Damen und Herren. Wir haben ein hochkarätiges Panel, was mit uns diskutieren wird über die Entwicklung vom Freiwilligendienst zu etwas, was als Voluntourismus bezeichnet wird. Einige unserer Panelisten sehen das nicht ganz so. Also wir haben hier durchaus konträre Meinungen auch auf dem Panel. Im Vorfeld dieser ITB ist diese Studie veröffentlicht worden, ein gemeinsames Projekt von Brot für die Welt und Tourism Watch und ACPAD. Tourism Watch ist ein Teil von Brot für die Welt, die sich ganz besonders mit den Tourismus auswirkt. Wirkungen in den Ländern der Dritten Welt beschäftigen. Sie fördern Richtlinien mit aufstellen, wie auch viele andere Organisationen, die versuchen, das Beste zu tun, wenn Touristen in die Länder der Dritten Welt reisen. Als Übersetzung nur ganz kurz, wir haben Übersetzung aus dem noch nicht In Kurze werden wir Übersetzungen aus dem Deutschen haben. In that case, ladies and gentlemen, whilst the technical requirement is still being set up, I just sort of want to welcome everybody who's speaking English. Our translator will in a moment be able to translate from German into English. There will not be a translation from English into German. We assume that anybody who is here, who is sort of a worldly person these days, can understand a lot of English. To the audience, an das Publikum gerichtet, we really want to get you into the debate. So as from around about 11:45 onwards, we're going to have the microphone in your ranks and you can chip in, can present your ideas, your questions to us and we'll be answering you. Now, I'll have a quick look whether our translator is set. Wonderful. Das Schöne ist, meine Damen und Herren, auf einer Messe bedeutet alles etwas flexibler zu sein. Das ist nicht immer alles so gesetzt wie auf Kongressen. Lassen Sie mich noch mal ganz kurz sagen, diese Studie, die herausgegeben worden ist, ist natürlich das Ergebnis langer Recherche, viel Arbeit, aber es gibt eben halt drei Herausgeberinnen. Eine davon werden wir nachher auf dem Panel sehen. Und jetzt begrüßt Sie Antje Monshausen von Tourism Watch, von Brot für die Welt und wird Sie so ein bisschen mit in die Mitte dieser Studie nehmen, in das, was hauptsächlich rausgefunden worden ist. Aber ich bin sicher, Antje, Sie werden uns auch noch mal kurz begrüßen. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, Sie heute Morgen hier begrüßen zu dürfen. Wir kommen zusammen unter der Veranstaltung von Freiwilligendienst zum Voluntourismus. Da werden wir sicherlich auch den Trend einmal beleuchten müssen, wie sich eigentlich in den letzten Jahren Volunteering, Freiwilligendienste hin zum Tourismus, zu touristisch orientierten Freiwilligendiensten und flexibler Freiwilligenarbeit gestaltet haben. Wir freuen uns sehr, dass im Setting hier wir auf der einen Seite im CSR-Programm der Messe angesiedelt sind und zum anderen Teil des Lehrerkongresses. Ich denke, das gibt eine große Möglichkeit, hier auch in die Diskussion zu kommen über ganz praktische Fragen, die sich auch in Deutschland stellen, in Schulen stellen. Aber wir haben hier heute ein großes Panel mit vielen Menschen, die viel Erfahrung in dem Bereich haben und ich freue mich, dass wir hier heute diskutieren können. Schauen wir uns also erstmal den Trend an, den wir beobachtet haben. Wir sehen, dass insbesondere vor dem Jahr 2000, seit den 70ern, 80er Jahren, sehr stark freiwillig selbst organisierte Austauschmöglichkeiten von Studierenden, von Kirchengemeinden. It's not working, the translation? Okay. I will try to switch to English, which will sometimes not be that smooth, but I do my best. But half of the audience is English. It's okay, I will go on in English.
So what we are observing is a trend from a self-organized volunteering that is based between relationships of civil society organizations, church communities, between countries, people in Europe, people in developing countries who have long-standing relationships and try to develop exchange between each other. But more often, people started to go for internships abroad, went to work for a year, and it was in the something around the change of the century that volunteering was starting to get promoted also by governmental entities. And in Germany, we very much can say that there is a huge increase since 2008, since the service Weltwärts, which is promoted by the BMZ, the Ministry for Cooperation and Development, is supporting 6 to 24 months stays in developing countries for young people from Europe, and since 1 year also allowing and providing opportunity for people from developing and emerging countries to come to European countries as well, to Germany. So this is one trend. At the same time, we see that in the fields of the commercial operators as well as the non-commercial operators, there are changes. We see from the non-commercial operators, so being it NGOs, groups, that from this exchange and global learning, which was in the heart in the past, it's turning much more now that many developing organizations start to develop partnerships with tour operators to allow people to come to projects, to see projects, and to sometimes even work in projects. So we see a trend in this non-commercial sector as well. And in the commercial sector in Germany, we very much see that from the very small portion of specialized tour operators that are specialized on teaching or on language courses, that they more and more develop such volunteerism opportunities where people can work in local projects. And we see that from this study-oriented background, we now have a lot of offers that are also more adventure-based or tourism-like. And we see that in the mainstream market, mainly with, for example, two volunteerism operators that are brands of TUI, the world's biggest tour operator. It's really come into the mainstream market since many years. And we see a trend in the receiving organizations as well in the countries where volunteerism is taking place. They are acquiring since also more or less since the change of the century. They try to acquire international volunteers as well. They very often do it on a direct base, so using their own homepage, getting involved in social media campaigns and so on. But they also work with tour operators or work with sending organizations at the same time. And what we see is that some local organizations try to get connection and partnership with tour operators that they help them to get volunteers. So this is one trend that we see, that in all the sector there's a huge increase of commercialization. To come back to the German numbers, and this is the main focus of the study, to see how are the numbers in Germany, what is the situation looks like, how are the products, how do they look like. In Germany we can say that approximately, it's a very tough approximation, up to 20,000 people are volunteering abroad on a flexible basis, so outside this governmental supported volunteer exchange programs that do exist. 20,000 people plus those 7,000 who are part of this governmental supported exchange opportunities. Globally, it's also very tough approximations. We see 10 million volunteers that are working outside their own country, creating billion of income or money that is done in these services. So
I've talked about the commercialization. At the same time, we see that to this increase in demand, we see that that the offers become more adapted to shorter stays and to activities where people do not need much preparation or much specialized experience. I think what is very clear, and we are very clear on this in the round of ECPAT Germany, ACTE, and Tourism Watch, who developed this study, that we welcome that people have more and more opportunities to go to other countries and have a look beyond or behind the tourism facade, that they can gain experiences firsthand. And we see very much that, especially after the return, lots of things can change for the volunteers. They can start to get engaged in citizenship activities. They get an understanding of global phenomena. All this is very valuable and is a value on its own, but it's from the perspective of the volunteers. So we would like to stay a short moment longer on this perspective of the volunteers. What we did with our study is to try to follow how volunteers get information. So when they are just interested, when they try to go to the internet, find operators, find initiatives, find projects, what information do they get? And we found that many of the products are advertising with a strong image of volunteers being able to change the world, having a lot of influence on the local ground, sometimes with a kind of wording that at least allows for the conservation of neo-colonial cliches. This is one thing that we are observing. It's not in all those cases, but there are very clear advertising that is going with these pictures. At the same time, we see that from the perspective of the volunteers, they see a tourism product like every other tourism product that is offering something and not asking for that much information about the person who is going. So we see that in the advertisements, in the internet, in the catalogs, that only a very small number of operators are asking for motivation letters, for CVs. It's not that often that this is taking place. We see that language skills are not always required, even if teaching should be a part of the project. And we see that preparation courses are not a precondition for participation, but just an offer that can be booked, and it's taking place in the country where the volunteer service should take place. So people know not before they are going, they know not exactly in which kind of situation they will end up. So what we see else is that the duration of stay is quite short so we have very short offers, but this is only very little cases where it's only 1 or 2 days or a week. The majority is between 2 weeks and 6 weeks of minimum time of stay. So this is very short, and at the same time, it's a very flexible project start. What the volunteer or those who are interested in volunteer service do not see is how the operators are operating locally, what kind of connection they do have with local organizations, or how, for example, the majority of the project that we found are working with children. There are rarely no information about the risk that children are involved in specific projects, and there is only in 1/4 of the operators there are codes of conduct for the volunteers how to behave that are available publicly, so on the homepage. This is what we had looked, because we think in the moment where people are interested, they should realize in the very first moment that this is not a tourism product, but a very specific activity that they try to do.
So I think the challenges are quite clear, and there was a lot of documentation in the last years. And I'm very happy today that we are here at the fair with the Teacher Congress involved in it and the CSR Congress involved in it to discuss with high knowledgeable experts on the different perspectives who can give us a perspective what is happening on the ground, how is this working in practice. And we would like to raise the questions, how can volunteerism be managed in a responsible manner? How can we come forward so that the people in the products do have benefit from the volunteering system, and how can children be effectively protected in those projects? This is the perspective that we would like to raise, and I think we have a lot of challenges and a lot of opportunities to discuss. So I will not take too much time from you now, and thank you for your patience and for your audience here. Welcome. Vielen Dank, Antje. Ladies and gentlemen, I've been assured the translation device is working now, so we're going to continue as planned, mostly in German with a bit of English strewn in. Meine Damen, meine Herren, ich bitte die Teilnehmer des Podiums, relativ zügig auf das Podium zu kommen. Ich werde sie sukzessive vorstellen. Von Ihrer Perspektive aus, auf der linken Seite haben wir Beb van Sloten, sie ist Kinderrechtsexpertin. Everybody's coming up, everybody's coming up. I'm just gonna do the introduction, don't be shy. Ich beiße auch heute keinen. So, Beb is an expert in child issues and development. Außerdem sollte ich jetzt weiter auf Deutsch reden, weil Beb durchaus des Deutschen mächtig ist. Seit vielen, vielen Jahren involviert, immer wieder im Ausland gewesen, in unterschiedlichen Ländern und gerade jetzt in den letzten 5 Jahren unabhängige Beraterin unterschiedlicher Organisationen, also eine Fachfrau, die das Ganze, ich sage jetzt mal aus einer Adlerperspektive, aus einer praktischen Perspektive betrachtet. Der Gentleman auf meiner rechten Seite, also von Ihnen aus gesehen links, Paul Medema, hat eine wunderbare Homepage mit seinen Reiseangeboten, sehr innovativ, also sitzt in Port Elizabeth in Südafrika und hat etwa 40% seines Geschäfts, das sich eben halt mit diesem, ich lasse jetzt nochmal den Begriff Voluntarismus, weil wir gleich darüber diskutieren werden, aber ich kann es für den Moment, kann ich es noch dabei belassen. Auf meiner linken Seite von Ihnen aus gesehen, rechts, Frank Seidel, ein großartiges Portal für unterschiedlichste Anbieter, wegweiser-freiwilligenarbeit.com. Irgendwann mal Anfang der 90er Jahre auf die Idee gekommen, durch eigene Erfahrungen, witzigerweise in Südfrankreich, mehr zu tun mit Umwelt. Und das hat sich dann ausgeweitet. Seit wenigen Jahren gibt es dieses Portal, ein großartiges Angebot. Und Sie stehen dafür, dass das eine wunderbare Geschichte ist und stehen auch der Studie ein wenig kritisch gegenüber. Das werden wir gleich in den Äußerungen hören. Christine Plüss, meine Damen und Herren, ist Mitautorin, Mitherausgeberin gewesen. Seit 1988 ist sie in der Schweiz unterwegs mit dem Arbeitskreis Tourismus und Entwicklung, die also sozusagen alles, was Tourismus betrifft, kritisch beobachten und auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Ganz faszinierend, auf Ihrer Homepage haben Sie mir gerade gesagt, kommen täglich 1000 Fragende, Antworten Suchende, sehr spannend. Sie werden uns das aus Ihrer Perspektive schildern. Last but not least, meine Damen und Herren, bei all dem brauchen wir natürlich sozusagen den Überbau. Das heißt, ein Vertreter der Politik, Markus Dressel, ist ein Vertreter der Grünen bei uns im Parlament. Schön, dass Sie da sind. Ist jetzt eigentlich gerade Sitzungswoche? Ja, wunderbar. Dann schwänzen Sie jetzt gerade, aber tun das aus einem guten Zweck. Wir sind sehr froh, dass Sie da sind. Und ich werde Sie immer dann reinbringen, wo ich denke, da brauchen wir dann noch jemand, der sozusagen ein Gerüst darüber legt. So, meine Damen und Herren, lassen Sie es mal erstmal kommen. Wir haben einen Begriff, den nicht jeder so gutiert, den nicht jeder so gut findet, dieser Voluntourismus. Und Frank, ich hatte gerade gesagt, dass Sie dem Ganzen kritisch gegenüberstehen. Fangen wir mal mit Ihrer Einschätzung an. Wir haben gerade gehört, Antje, mit Ihrer Beschreibung, auf was Sie dahinter steht. Warum mögen Sie den Begriff nicht?
Voluntourismus hat natürlich eine akademische Definition, die auch in der Studie richtig wiedergegeben ist. Zumindest im deutschsprachigen Raum kann man aber feststellen, wenn jemand über Voluntourismus spricht oder das in einer Artikelüberschrift reinnimmt, dann geht es in erster Linie darum, was schief läuft oder was schief laufen kann. Mhm. Deswegen findet man unter diesem Titel dann häufig Artikel oder Medienberichte, die nicht nur berechtigterweise Missstände auftauchen, sondern die auch wirklich Pauschalurteile fällen, alles in einen Sack stecken und dann, sag ich mal salopp, dann draufhauen. Mhm. Voluntourismus ist deswegen für mich ein zwiespältiger Begriff. Auf unserem Portal sprechen wir eher von flexibler Freiwilligenarbeit im Ausland. Ich danke Ihnen für die Alternative. Vielleicht können Sie ja immer die flexible Freiwilligenarbeit mitdenken, selbst wenn wir einen anderen Begriff benutzen. Ich kenne das von vielen unterschiedlichen Geschichten, also zum Beispiel auch bei Menschenrechten. Sobald man von Human Trafficking spricht, also Menschenhandel, gibt es ganz viele, die da unterschiedliche Begriffe mit verbinden. Also deshalb, es steckt schon in dem Wort, Paul. How do you actually perceive the word voluntarism? Is that something that sort of connected in a negative way? Is it good? Is it bad? From our perspective, it's bad. Voluntourism normally refers to the commercial selling of tourism experiences based around a volunteering program. Often there's a combination of travel and volunteering, and some of the negative impacts of that are a lack of preparation, people dropping into projects when they're already in the destination, a lack of forward planning in terms of really looking at the key issues in terms of what would make a good volunteer program. So we talk about volunteer tourism. We also believe that there's a space in the market for short-term volunteering, but the term voluntourism does have very negative connotations. But I don't think that we should turn this into a debate about titles. I think we should get to substantive issues. We will very briefly, Beb, when we talked 2 days ago, you actually had sort of three connections with, you need to share the microphone. You had three connections with volunteerism. I think I always look at the aspect working with children. And I think a lot of trips have also a component that you visit an orphanage in the country where you are, or you visit the community and see how bad the children live, which in my view is very stigmatizing. And voluntarism is also, you know, students or young people that go on a very interesting adventure trip and then also do 1 week of good work with children. Wir kommen gleich nochmal auf das Thema Kinder sozusagen speziell zurück. Lassen Sie uns nochmal mit Christine weitermachen und dann mit Markus. Christine, wenn 1000 Leute auf Ihr Portal Zugriff nehmen, dann ist da ja ein Bedarf für Informationen, ist ja ein Bedarf, den Sie auf irgendeine Art und Weise decken. Was können Sie den Menschen, die gerne was wissen möchten, mitgeben auf die Planung Ihrer Reise oder Ihres Freiwilligendienstes? Ich bin froh, dass Sie das ansprechen. Wir sehen auch in dem Voluntourismus, damit ich gleich etwas Positives sagen kann, vielleicht kommt da nicht mehr viel Positives nach, es ist eine riesige Chance, dass sich Leute allen Alters neu wirklich dafür interessieren, etwas anderes zu tun in ihrem Urlaub, in ihren Ferien, als einfach die 0 auf 15 Sightseeing-Touren. Dass sie eine Begegnung wollen, dass sie vielleicht auch irgendwo mitarbeiten wollen. Was Antje Monshausen auch gleich gesagt hat, wir dürfen das Potenzial nicht unterschätzen, um entwicklungspolitische Zusammenhänge klarer zu machen. Also die vielen Leute, die sich da irgendwie in den Ferien halt irgendwo mit beschäftigen wollen, haben ein riesiges Potenzial. Wenn die zu uns auf die Seite kommen, dann geben wir ihnen ganz viele Fragen mit, die sie sich stellen müssen über ihre eigene Motivation, aber natürlich auch zum Anbieter. Und den Anbieter müssen sie löchern. Was hat der für Beziehungen zum Projekt? Wie wird das alles vorbereitet? Wie viel Geld bleibt vor Ort von dem, was ich bezahle?
Wie werde ich vor Ort begleitet? Was muss ich ganz genau wissen, damit ich da irgendwie mitarbeiten kann, damit es irgendeinen Sinn macht? Eigentlich ganz normale Fragen. Das Problem, was wir heute sehen, ist, dass mit der zunehmenden Kommerzialisierung, dass wie Urlaubsangebote verkauft wird, wo eigentlich eben das Interesse, das Bedürfnis des lokalen Projektes, das bisher in der freiwilligen Arbeit im Zentrum stand, immer weiter in den Hintergrund rückt und im Vordergrund kommt das Interesse der Kundschaft und des kommerziellen Anbieters. Und das ist sehr verhängnisvoll für die Projekte und ich glaube, da müssen wir auch ansetzen hier in der Diskussion. Markus, ist das Thema, egal wie es jetzt genannt wird, Freiwilligendienst, Voluntourismus, überhaupt Thema im Ausschuss? Also mit denen, die sich schon sozusagen als Spezialisten im Bundestag mit dem Thema Tourismus beschäftigen? Also ich bin ganz ehrlich, das war bisher noch kein Thema. Das ist aber auch, und das ist ja im Tourismus immer so, das ist ja eigentlich ein Querschnittsthema. Mhm. Das heißt, da spielen ja auch soziale Fragen eine Rolle, da spielen auch Fragen der Entwicklungszusammenarbeit eine Rolle, so dass man das, glaube ich, von vielen Seiten beleuchten müsste. Es ist kein Thema, das allein den Tourismusausschuss an der Stelle beschäftigen muss. Mhm. Aber Sie haben natürlich recht, das Thema wird immer stärker kommen. Das hängt auch ein bisschen mit gesellschaftlichen Entwicklungen bei uns zusammen, das heißt Abschaffung der Wehrpflicht. Umwandlung des Gymnasiums in vielen Ländern von G9 auf G8, also achtjähriges Gymnasium. Das heißt, die kommen heute teilweise mit 17 Jahren aus dem Gymnasium raus, müssen keinen Wehrdienst, keinen Zivildienst machen und wollen auch Zeit überbrücken, wollen vielleicht überlegen, was kann ich denn tun, ohne mich langfristig zu verpflichten. Deswegen, insofern ist das Thema ja erst in den letzten Jahren für uns wirklich virulent geworden. Und ich glaube, dass wir uns viel enger damit beschäftigen müssen, nicht nur aus einer Verantwortung gegenüber den Jugendlichen oder den Menschen heraus, auch gibt ja auch ältere Menschen, die das machen, das zu machen, sondern auch aus einer Verantwortung gegenüber denjenigen heraus, die dann möglicherweise von denen in irgendeiner Weise betroffen sind. Also das heißt, da muss man sich auch Fragen stellen, kann das jeder machen? Also das heißt, muss man es nicht besser kontrollieren oder in irgendeiner Weise regulieren, damit nicht jeder einfach in sensible Bereiche reinkommt? Welchen Standards folgen wir? Es gibt ja etablierte Standards in der Entwicklungszusammenarbeit. Senken wir solche Standards möglicherweise durch sowas ab? Ich glaube, das sind Fragen, die man stellen muss in Zusammenarbeit mit den Ausschüssen. Ich danke Ihnen vielmals. Wann auch immer wir sozusagen den Politiker brauchen, wen wir Sie reinnehmen, lassen Sie uns nochmal bei den Praktikern weitermachen. Frank, wir haben ja mehrere Dimensionen gehört, die Antje eben halt aufgezeigt hat. Eben halt, das sind einmal die Freiwilligen, die aus den Ländern des Nordens kommen, hier sicherlich in diesem Kontext Deutschland, aber natürlich gibt es auch in Großbritannien, in Frankreich Freiwillige, die gerne und das sollten wir in keinster Weise in Frage stellen, etwas Gutes tun möchten. Also dieser schöne Spruch von Gandhi, be the change, ist natürlich etwas, was in die Köpfe unserer jungen Leute reingebracht wird, in der Schule, das ist ja etwas Positives. Das heißt also, wie kann man denen gerecht werden, gleichzeitig auch denjenigen, die in den Projekten mit dieser freiwilligen Arbeit etwas bewirken können. Das heißt, ist das notgedrungenerweise ein Balanceakt? Ein Balanceakt ist es sicherlich immer. Und ich möchte auch nochmal, auch was Christine gerade gesagt hat, auch nochmal betonen, es gibt enorme Potenziale. Ich glaube, es kann eine ganz entscheidende Rolle spielen in der entwicklungspolitischen und interkulturellen Bildung von jungen Menschen, aber auch nicht jungen Menschen, weil man eben ganz andere Erfahrungen, ganz andere Möglichkeiten zur Einstellungsänderung hat, wenn man selbst in Peru, in Indien, in Namibia gewohnt hat, eventuell in Gastfamilien mit lokalen Personen zusammengearbeitet hat und nicht eben nur als Tourist, selbst wenn es nachhaltiger Tourismus ist, durchs Land gereicht ist. Ich glaube, es fehlt derzeit einfach noch an wirklich auch einfach handhabbaren Werkzeugen für die Freiwilligen, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Wir haben bei uns auf dem Portal einen ersten Schritt gemacht, indem wir einen Wegweiser erarbeitet haben, so wählen sich die richtige Freiwilligenorganisation aus. Da stehen allerdings mehr als 50 Qualitätskriterien schon drin und wir haben da dann auch schon eine Auswahl getroffen, weil wir uns gesagt haben, wenn wir zu viel reinmachen, liest das sowieso niemand mehr durch. Und wir stellen also trotzdem fest, dass die meisten jungen Leute
sich und nicht nur die Lungenleute, auch die Älteren, sich nicht die Zeit nehmen, die Recherchen dann zu betreiben. Ich glaube, wir brauchen Instrumente, die ähnlich eines Qualitätssiegels wirklich sehr schnell ermöglichen zu sagen, das ist von guter Qualität und hier muss ich zumindest noch weiter nachforschen, wenn es dieses Qualitätssiegel nicht gibt. Nochmal ganz klar, Sie sind ja nicht Veranstalter selbst, sondern Sie sind ein Portal oder Sie liefern ein Portal, Sie bieten ein Portal, wo unterschiedliche Arten von Veranstaltern, sei es kirchliche Gruppen, sei es wirklich kommerzielle Anbieter. Ich weiß, dass Sie da jetzt gleich noch eine kleine Runde drehen werden, aber Ihre Angebote, Ihre Wünsche an potenzielle Freiwillige äußern können. Wie stellen Sie sicher, dass die, ich nenne es jetzt ganz einfach mal platt, sauber sind? Und schmeißen Sie sie auch runter, wenn Sie hören, dass die nicht sauber arbeiten? Also unser Portal gibt es noch nicht so schrecklich lange, seit November 2013. Da haben wir noch keine Freiwilligenorganisation runtergeschmissen. Derzeit haben wir 22 Organisationen, die bei uns die Projekte vorstellen. Über eine Sendeorganisation ist übrigens auch Calabash Tours mit dabei, wie ich erst kürzlich jetzt hier festgestellt habe. Wir stellen also sicher, dass die Organisationen ordnungsgemäß angemeldet sind. Wir stellen sicher, dass die gewissen Qualitätskriterien bei der Auswahl entsprechen, dass die generell einen guten Leumund haben, denn es ist sehr schwierig, einfach nur an einer Webseite festzustellen, ist das jetzt gut oder ist das nicht gut. Also unsere Mitarbeiter haben 20 Jahre Erfahrung bereits in dem Sektor. Und darüber hinaus dann eben auch nehmen wir nicht alle Projekte dieser Organisationen dann auf. Ganz konkret findet man bei uns keine Waisenhausprojekte auf dem Projekt, weil das ein besonders sensibles Thema ist. Vielen Dank. Paul, you've just been mentioned as one of the organizations that's actually on Frank's portal. How do you select the projects for which you will then accept people from the north to be working in the projects? How do you make sure that you can actually visit those villages again, because the people from the north haven't done a lot of damage? How can you make sure that you personally can actually meet your volunteers every week, knowing that they will be in the right place? Yeah, well, I think we need to just take a little step back. I think the first thing is that we need to understand that we're working in development. And the real question is whether there can be a merger between development and commercial tourism. I believe that there can, because I'm practicing that. And I think that what is very important is that the selection of volunteers and the process which they go through in order to be accepted into a project needs to be very rigorous. And for us, one of the rules of thumb is that if you can't do it at home, you can't do it with us. So I can't go and teach in a school here in Berlin. I can't go and visit an orphanage. But yet it's expected that because we work in poor communities, that 18-year-olds can come and teach. Even if they are German-speaking, using English as a second language, somehow it's expected that we should create that kind of opportunity for them. And that for us is just unacceptable. Having said that, we do make sure that our volunteers are screened. We require some kind of CRB screening to make sure that they don't have any criminal record. We make sure that they send us a life story. We get a motivation from them in terms of why they want to volunteer in the different kind of projects. To come back to your question of what kind of projects we're placing people in, we've been active in the communities that we work for the last 15 years, and the needs are expressed by our community partners. So we don't take the view that we will create a project because there's a commercial demand for it. Rather, we work the other way around. And we are working in education, and we are working in HIV and home-based care. And we engage with those projects to look at what are the kinds of skills that they require. And then we try and seek volunteers who have those particular kinds of skills. Because don't forget, when the volunteer goes back home with their wonderful experience and their changed perspective, we remain. And we've got to pick up the pieces a lot of time of the damage that is being done by a lot of the volunteer programs. So I believe that there is a way in which we can merge the commercial volunteering sector as it's operating currently and development. But I think we need to take a little step back.
We need to look at volume flows, and we need to understand that our starting point should always be to protect the interests of the communities, because we're talking about development. But what I see is the pattern that I've seen in tourism for the last 15 years, and that is tourism is currently an extractive industry in the South. It is damaging many communities, and now I have the feeling it's a little bit like asking Shell Oil to tell us why they, how responsibly they're going to frack. So I think we have to understand that the tourism industry has a history of exploitation, and we now move into a development sector, and I don't think that we can trust the industry sufficiently to say, oh, you understand what responsible tourism practice is, because we don't even see it displayed in the mainstream tourism sector as yet. So I think we need to proceed with extreme caution, and we need to use the rule of thumb. If you can't do it at home, you can't do it with us. Sounds admirable. As a personal decision, do you think you can take it to scale? Because, of course, if the section has grown in the last couple of years by many percentage points, and it's going to grow, how can you take responsible tourism, the way that you carried out, to scale? I.e., how can you get more people to that kind of work? Well, I mean, I think that volunteering should not be for everyone as it is at the moment. So I don't think we should just continue to chase numbers like we are doing. The tourism industry currently is operating like some kind of industrial sector. It's looking for efficiency, it's looking for profit, it's looking for volume, it's looking for scale. But let's just take a step back here. We're talking about development. We're talking about social justice, we're talking about economic justice, we're talking about climate justice. So I think that we need to understand that volunteering is not a fix-all. It's not an opportunity that we should just be making available to each and every person. Mm-hmm. You need to have the requisite skills. Mm-hmm. You need to go through a proper process. And if that means that we need to scale down the sector, then I would argue that's what we need to do. Because if we continue to do what we are doing currently within the sector, we are going to see an increasing negative impact, and we are going to see host communities beginning to reject those volunteers that want to come there. And I believe that we need to be advocating within communities to allow them to reignite their social agency, and they need to be made fully aware of what the content of a volunteer program is. And we need to be more rigorous in seeking informed consent from those communities. They need to be aware of what are the risks of tourism, what are the negative impacts, what are the positive impacts of volunteering, and then they need to be allowed to make the decision. But if we continue like we are doing it now, then I think we are going to be burning bridges, and we are going to put the sector into an extremely negative light. And I think that the negative light that is being shone on it currently is very important. But I think that there is still time to rectify that and to look at best practice. But best practice is not policy. Best practice is not a list on a website. Best practice is actively managing programs in the host destinations. Best practice abounds. Everyone's got best practice models out there on the internet. But what we don't see is a lot of good practice. Practice is a doing thing, not a talking or a writing thing. Thank you, Paul. I think we got your point. Thank you very much for putting that forward. Frank, Sie wollen ganz kurz einen Satz hinterher schieben, nicht viel mehr, weil ich möchte mit den beiden Damen jetzt schnell weitermachen. Ja, da haben wir mit Paul dann, glaube ich, zumindest in einem Detail eine unterschiedliche Meinung, denn ich denke, dass Freiwilligenarbeit für alle Personen, auch gerade junge Menschen ohne besondere berufliche Qualifikation, möglich sein sollte. Allerdings sollte gelten, nicht jeder sollte alles machen dürfen. Und da, wo ich mit Paul dann natürlich in der Hinsicht einer Meinung ist, dass es zwischen den freiwilligen Organisationen, die Freiwillige zur Verfügung stellen, und den Aufnahmeprojekten natürlich Koordination geben muss, um die Frage, ist es in unserem Projekt sinnvoll oder zumindest machbar, dass auch unqualifizierte junge Freiwillige zum Beispiel mitmachen oder nicht. Christine, wir haben ja sozusagen diese eine Forderung, dass es nicht nur nett sein darf für diejenigen, für die jungen Leute aus dem Norden, die eben halt was Gutes tun wollen und die dadurch eine persönliche Entwicklung erfahren können, möglicherweise auch eine Weltöffnung, sondern es soll ja den Communities vor Ort zugutekommen. Welche Kriterien legen Sie an? Wie stellen Sie sicher, dass die Leute, die über Ihr Portal informiert werden, möglicherweise dann auch das Richtige tun und mit den richtigen Projekten zusammenkommen? Also sicherstellen können wir gar nichts, weil wir dafür gar nicht ausgerüstet sind. Wir sind auch keine Zertifizierungsstelle.
aber ich finde es sehr wichtig, ich möchte das nur unterstreichen, was Paul gesagt hat, und ich bin mit Frank Seidel nicht einverstanden. Ich denke, es ist genau so, wie Paul gesagt hat. Nicht alle eignen sich für Freiwilligenarbeit. Wie früher, wenn es Landdienst gegeben hat oder Berghain in der Schweiz oder so, oder Weinlese, oder nicht alle eignen sich für sowas. Und das finde ich einmal eine ganz wichtige Feststellung. Es geht auch um etwas, was mir besonders Sorgen macht, dass von einem früheren Verständnis, man geht irgendwo hin und arbeitet irgendwo mit, dass man etwas lernt, weggekommen ist zu, ich gehe irgendwo hin und helfe. Und da ist etwas ganz, ganz Störendes dran, wie wenn unsere Hilfe überall gebraucht werden könnte. Wie Paul auch in anderen Zusammenhängen schon gesagt hat, oder andere Freunde von uns aus Projekten, die Volunteers haben, die sagen, wir brauchen überhaupt nicht Mitarbeitende. Bei uns gibt es sehr viele Leute, die keinen Job schon haben. Und wir wollen ja nicht irgendeine Konkurrenz aufbauen. Was wir brauchen, sind gewisse Skills, also gewisse Qualifizierungen. Und es braucht von Seiten der Leute, die gerne mitarbeiten wollen, einen großen Willen, etwas lernen zu wollen. Und zwar ganz bescheiden und nicht einfach zu denken, ich komme her und helfe, die brauchen meine Hilfe. Das ist ein Rückfall in ein Verständnis der 1970er Jahre, wo man von Entwicklungshilfe gesprochen hat und wo jeder, der als Tourist irgendwo unterwegs war, sich als kleiner Entwicklungshelfer gefühlt hat. Und dem muss man wirklich gegenüberhalten bei dem Wildwuchs, was wir heute sehen in den ganzen freiwilligen Programmen. Ich danke Ihnen, Beb. You've been watching everything more or less from the point of view of the child. Under which circumstances do children in projects benefit when they get in contact with volunteers, when they have somebody to look after them, however short the time might be? I think, and maybe that sounds very blunt, but I think that children only benefit if you come with a specific skill and that you can transmit to your colleagues, your professional colleagues in the country where you go. So not baby cuddling, because they have people enough to care for the children, to wash them, to bathe them, to be their mother. And I think that is what's happening now a lot, that people go there and they think they can contribute some love to the children. But, you know, a lot of people see it also from a Western perspective. So they start to push up the children to come up for their rights, where I think that should be a development that comes from the children and the people locally themselves. And all this orphan tourism and this orphan work has led to orphanage be set up to serve the volunteers instead of our global fight against putting children in children homes. Worldwide, 80% of the children living in so-called orphanages is not an orphan. Many are there because their parents are too poor to care for them. And I think what we are promoting from a child's rights perspective is to help parents to care for their own children and to work with communities so that they can provide for them and protect the children with family-based alternatives. And what now is happening at the moment, and Cambodia is campaigning very, very fanatically against it now, is that so many children homes only serve volunteers that are coming. And I think that is a completely reverse trend that we want to combat. When did we reach that tipping point? Maybe especially in Cambodia, but I'm quite sure that there are some other countries around there. And what would you do to counteract that? I mean, what do we need politicians in the first world to say, oh, kids can't go into what are termed orphanages? Or do you need actually the politicians in third world countries to say, we don't want our children to just sort of have a very short contact with however well-meaning Westerners that might sort of, you know, get attached to them and then left again? Well, I think it's both governments. We are at this moment
in the Netherlands, discussing with our Ministry of Foreign Affairs and our Ministry for Safety and Justice to put clear boundaries of who can go. Mm-hmm. You know, for instance, we are working very hard on child protection policies and making sure that everybody that comes close to children in another country, but also in our country, in volunteers, has at least a police clearance to prevent all these people going abroad, having access to children, and harming them. Also, sexual abuse and other abuse is taking place a lot through so-called volunteering. And so that is what we do in the Netherlands. And I think worldwide organizations, and we have to discuss with governments, what is government policy? Like in Cambodia, I know that UNICEF and Save the Children are cooperating with the ministry to put clear boundaries and to children homes being set up for this service. Thank you so much. Ich würde gerne Markus und Christine noch mal schnell, also Markus etwas deutlicher. Ich habe ja gerade gesagt, auch Ihnen schon mal die Möglichkeit gegeben, dass Sie nicht sozusagen alleine dafür verantwortlich sein können. Das Beispiel, was wir gerade aus den Niederlanden gehört haben, können Sie sich vorstellen, dass das etwas ist, was Ihre Kollegen mittragen und als mögliche Handlungsnotwendigkeit betrachten? Also ich bin auch der Auffassung, dass wir einen Regelungsrahmen brauchen. Wenn das auch Ausmaße annimmt, die tatsächlich bestimmte Größenordnungen haben. Mhm. Das heißt also, wenn wir große Mengen von Leuten haben, die in diesen insbesondere sensiblen Bereichen, also mit Kindern arbeiten insbesondere, dann braucht man einen Regelungsrahmen. Das heißt, dass da ein polizeiliches Führungszeugnis vorgelegt werden muss, beispielsweise, und dass man da eine gewisse Auswahl vornimmt. Ob das am Ende der Staat alles im Blick haben kann, also das, ich glaube, dass das national schwer regelbar ist, weil wir ja in Europa leben und man dann auch zum Beispiel sowas über ein anderes Land machen kann. Aber es ist richtig, wir brauchen diesen Rahmen, das heißt, sowohl das Außenministerium wäre gut beraten, zum Beispiel bei Reisehinweisen oder Leuten, die sowas machen wollen, auch zumindest mal online ein Beratungsangebot zu haben, was geht nicht. Und dann ist das Thema angesprochen worden, Qualitätssiegel. Ich bin immer ein bisschen skeptisch bei Qualitätssiegeln, weil wir ja in anderen Bereichen gesehen haben, dass viele Siegel immer neue Siegel hervorrufen und dass man dann relativ schnell wieder den Überblick verliert. Das müsste man dann, auch das müsste man in einem klaren Regelungsrahmen hinbekommen, aber ich glaube, das wird auch nur europäisch dann an der Stelle funktionieren, wenn es ein europäisches Siegel gibt, das bestimmte Qualitätskriterien festlegt, an die sich die Veranstalter auch dann halten müssen. Also ich glaube, das wird national schwer zu regeln. Ich glaube aber, dass man es zumindest versuchen sollte. Ich glaube auch, dass es da keinen Widerstand gibt gegen, weil es da nämlich um das Wohl der Kinder in den Ländern geht, wo diese Volunteers hingehen. Und ich glaube, dass es da eine große Einigkeit auch gibt. Ich danke Ihnen. Ich denke mir, Brüssel da mit sozusagen an Bord zu nehmen, wäre nicht schlecht. Christine, Sie sind sofort dran. Meine Damen und Herren, ich habe ein Versprechen gemacht. Ich habe gesagt, wir wollen mit Ihnen diskutieren. Es wäre also traumhaft, wenn Sie von jetzt an sozusagen einen kleinen Hinweis geben, wenn Sie mitdiskutieren wollen, dann sind Sie dran. Aber zunächst ist Christine da mit ihrer... Ja, ich möchte gleich hier noch anhängen. Wir haben uns, als wir die Studie erstellt haben, auch überlegt, was könnten die Forderungen wirklich sein an die Politik. Und es ist ganz klar, etwas muss einfach ganz deutlich gemacht werden. Es gibt heute in Deutschland, es gibt in der Schweiz Kinderschutzgesetze. Und die müssen angelegt werden an diese Voluntourismusangebote. Und da müssen die Veranstalter in die Pflicht genommen werden. Da ist ein harter Regulierungsrahmen notwendig. Dasselbe gilt, was Paul vorhin gesagt hat. Wir befinden uns hier in einem Bereich der Entwicklungsarbeit. Das heißt, die Richtlinien für Entwicklungszusammenarbeit müssen, also Respekt der Menschenrechte, Armutsbekämpfung, Empowerment von Leuten, Partizipation, das sind die Anforderungen, die an die Anbieter gestellt werden müssen. Und was Sie gesagt haben, finden wir sehr wichtig, dass die diplomatischen Vertretungen auch im Ausland, nicht nur die Reisehinweise, wirklich auch über diese Voluntourismus-boomende Branche informiert werden, damit sie, sei es schon nur, wenn so ein Voluntourist irgendwo strandet, überhaupt wissen, wie damit umgehen, aber auch ein Auge drauf haben. Also das sind für uns ganz wichtige
politische Forderung. Ich danke Ihnen vielmals. Ich frage mal ganz kurz, wo ist der Mensch oder die Dame? Wir haben zwei Fragende schon. Einmal auf der rechten Seite, die Dame sozusagen ganz rechts außen und dann die Dame in der zweiten Reihe in dem anderen Block. We're looking forward to your question, to your remark. This is a very interesting discussion and thanks Paul for trying to highlight the obvious, which, you know, I, as a mum, as an African coming from Southern Africa, for highlighting the obvious. I just have a question to everyone here, minus Paul and Christine on the panel, to say, why is it that we actually even have to have this discussion? If I'm an African coming to Germany, do I get to do whatever I want with your kids? Do I get to go and be exposed to vulnerable kids and hug your animals and that sort of thing? Why is it that you actually have to have a one-hour panel discussion to talk about the obvious, which is, okay, well, in our country, if you want to just come to ITB and do business, you have to have a police check to come and talk to grown-up, non-vulnerable people about trade opportunities to the south. But when you Europeans are sitting up there talking about, you know, what your people do coming to developing countries, you actually have to have a discussion about whether it's important or not to consider the obvious factors. Does that mean that we're less important, that we're less people? Why do you need to have this discussion in the first place? That's my question. Thank you so much. Would you share with us your name, maybe? I'm Net Sai. I'm from Fairtrade Tourism. We're a regional development organization. I'm an African. I'm a mum. Thank you so much. The lady on the right-hand side, on the left-hand side of the panel, and then I've seen your question as well. Good morning, everyone. My name is Mandla Gazi Skefile, and I'm from Nelson Mandela Bay, where Paul is coming from. My question is targeted at all the panel members, and mine is to flip the coin a little bit. The focus currently of the discussions are more on how do we regulate the volunteers that are visiting these various projects, but how can we also ensure that these host projects are actually taking care of these volunteers that would have been screened and are here to make a difference? How can we ensure that they are being hosted in a reasonable manner? You know, they are being taken care of, basically, because we've heard of instances where they are not taken. Sorry, the lady is a tad louder than you. Just wait one sec, okay. Hold that thought. Okay. Sehr geehrte Aussteller, sehr geehrte Besucher, wir bitten Sie, auf Ihre Werte zu achten. Okay, so it's just to say, how do we ensure that when these volunteers are in our regions, they are being taken care of, and, you know, they're being treated like human, and we appreciate the work that they do for us. Thank you so much for, as you said, flipping the side of the argument. There's another lady in the second row. Just wait one sec, the microphone will come to you. Thank you very much. Bharti Patel from ECPAT UK, stressing issues of child trafficking and transnational child abuse. Brilliant discussions and brilliant contributions. Can you hear me, or is there feedback? Yeah, I think if you take the microphone a bit closer to your mouth, it might be helpful. Then the sound engineer can work with you. Brilliant. How's this? Okay, cool. Thank you very much, Netsai, for raising that important point. My question, and I'm going to keep it very brief, is we talked about the north to the south, from the north to the south, and various portals available for people in the north to be able to volunteer in the southern countries. The northern countries are equally a tourist destination countries. What are the opportunities? And it builds on what Netsai is saying, and therefore, what kind of discussion would this be if we were to talk about volunteering opportunities from the south to the north? Thanks very much.
Well, coming from Cologne, I can initially think about help building Cologne Cathedral, but that would be, of course, a flippant answer. So lassen Sie uns jetzt zur Beantwortung dieser drei Fragen kommen. Ich habe vermerkt, dass Sie noch da sind und möglicherweise gibt es noch mehr. In a nutshell, im Kern sozusagen, vielleicht, Markus, mögen Sie den Kickoff machen. Brauchen wir diese Debatte? Also ich finde es spannend, was sie gesagt hat, ist diese Debatte nötig? Ja, sie ist nötig, weil das eine gesellschaftliche Entwicklung bei uns ist, die sich verstärkt. Und wenn was Neues kommt, das haben wir im Internet und sonst wo gesehen, dann muss man auch überlegen, in welchem Rahmen findet das statt oder wollen wir es stattfinden lassen? Das ist ja im Moment relativ ungeregelt. Ich fand das spannend, weil sie gesagt hat, wenn sie zur ITB kommt, dann wird sie polizeilich überprüft, nur weil sie hier Geschäfte machen will oder weil sie sich hier geschäftlich bewegen will. Das ist natürlich auch zunächst mal eine Frage des Rechtsrahmens in den Ländern, in denen die Volunteers reisen oder in dem sie tätig sind. Da sind natürlich auch die Länder gefordert, einen Rechtsrahmen zu etablieren, der natürlich auch dafür sorgt, in den aufnehmenden Ländern, dass dort nicht jeder zum Beispiel mit Kindern arbeiten kann. Ja? Also da haben wir relativ wenig Einfluss drauf. Was wir machen können, ist, dass die bei uns ein polizeiliches Führungszeugnis, das heißt, dass sie auch bei uns überprüft werden. Das ist richtig. Ansonsten, und das ist auch, wenn eine Debatte neu ist, es gibt ja kein einheitliches Verständnis zum Beispiel für Qualitätsmerkmale. Bei einer Pauschalreise wissen Sie, na, ich will ein sauberes Zimmer, ich will ein gutes Essen oder sonst was. Aber für ein relativ neues Segment gibt es ja kein Verständnis, auch bei vielen Leuten, die das machen wollen, was ist eigentlich ein Qualitätsmerkmal für so eine Reise. Und ich glaube, dass wir da viel mehr Aufklärung auch brauchen bei den Leuten, auch durch die diplomatischen Vertretungen, die vor Ort sagen, guck mal, hier ist was schiefgelaufen, die kommen ja rum in den Ländern, die wissen ja, welche Klagen gibt es. Und ich glaube, dass man dafür erstmal sowas etablieren muss. Das heißt, es muss erstmal bei der Masse der Akteure auf dem Schirm sein, ja, um dann Qualitätsmerkmale zu entwickeln und auch in den Ländern. Ich meine, das kann man ja auch zwischen den Regierungen regeln, dass man zum Beispiel als Europäische Union auch auf bestimmte Länder zugeht und sagt, wir haben diesen Trend, überlegt euch doch mal, wie ihr das vielleicht vor Ort regeln wollt, gesetzlich. Wer darf mit wem da zusammenarbeiten? Also wir reden jetzt natürlich immer über die Frage Zusammenarbeit mit Menschen. Ich würde jetzt einmal sagen, bei Umweltschutzprojekten oder so ist es nochmal ein kleines bisschen was anderes. Aber wenn Menschen im Spiel sind, das heißt Kinder oder sonst was, dann müssen bestimmte Regeln gelten. Und da sind aber auch die Länder dann selber gefragt. Christine, die Grundsatzfrage, mit der Sie sich sicherlich auch, da Sie ja nun wirklich lange Erfahrung haben, immer wieder mal beschäftigen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ohne etwas überinterpretieren zu wollen, sagen Sie, eigentlich sollten wir uns darüber gar nicht unterhalten müssen. Mit anderen Worten, es sollte eigentlich alles selbstverständlich sein, eigentlich. So, und wie kommen wir um dieses eigentlich rum, weil es ja nicht selbstverständlich ist, leider. Also dieser Trend zum Voluntourismus, wie wir ihn heute beobachten, hat sich halt als auch eine große kommerzielle Geschichte entwickelt. Und da sind sehr viele Interessen dahinter. Und wir, natürlich sollten wir vom Selbstverständnis her nicht darüber reden mehr müssen, 2015, dass wir irgendwie unsere Hilfe da irgendwo benötigt werden sollte, irgendwo auf der Welt, sondern höchstens eine Erfahrung, die wir irgendwo machen können. Aber wir dürfen jetzt das nicht einfach aus den Augen verlieren, was für ein Riesenmarkt das ist, mit unglaublich großen Interessen, die dahinter sind. Antje Monshausen hat im Eingang auch ein paar Zahlen genannt. Ich denke mir, dass wir auch da ansetzen müssen, dass halt die Anbieter, die kommerziellen Anbieter von solchen Angeboten in die Pflicht genommen werden. Es gibt sehr wohl eine ganze Reihe von Standards, die können auch sehr gut jetzt oder die müssten jetzt in die bestehenden Nachhaltigkeitszertifizierungen eingebaut werden. Das ist ganz wichtig, also damit man nicht irgendetwas Neues kreiert, sondern bereits da, wo eine Reise nachhaltig gestaltet wird, das eben dazu bringt, mitmacht und
insgesamt sollten die ganzen Reisen ja auch nachhaltig gestaltet sein. Was ich auch wichtig finde, ist der Gedanke, und das ist sogar auch für mich jetzt eine gute Bereicherung. Also was gibt es denn für Voluntourismusangebote für Menschen aus dem Süden bei uns? Und da müssen wir uns an der Nase nehmen und auch überlegen, was es anzubieten gibt. Wir haben bei uns auf der Website eine ganze Reihe von Angeboten, wo wir den Leuten auch sagen, wenn ihr irgendwo mitmachen wollt, etwas Interessantes mitarbeiten, dann müsst ihr nicht um die halbe Erde fahren. Es gibt selbstorganisierte Antirassismus-Festivals, es gibt Landdienst bei uns, Trockenmauern bauen, ganz vieles, was man lernen kann. Und was auch spannend ist, ist leider halt heute nicht so sexy und ist kein großes Geschäft dahinter. Und da muss man sehen, dass das nicht gepusht wird. Mhm. Herr Seidel, Sie hatten ja gesagt, lieber Frank, dass Sie im Moment 22 Anbieter haben auf der Website. Glauben Sie, dass diese Frage sich bei diesen Anbietern gestellt wird? Welche von den dreien jetzt? Die erste, die Sinnhaftigkeit des Tuns. Ich glaube, das stellt sich bei vielen auch so. Ich möchte jetzt auch trotzdem noch mal auf etwas hinweisen, was, glaube ich, häufig zu pauschal dargestellt wird, nämlich, dass die Organisationen, die als Unternehmen aufgestellt sind, erheblich anders handeln würden als die, die nicht als Unternehmen aufgestellt sind. Und auf unserem Portal haben wir zum Beispiel sowohl Non-Profit-Organisationen als auch Organisationen, die als Unternehmen aufgestellt sind. Und vielfach kann man da allein von dem, was die für Projekte machen, nicht feststellen, welche gehört jetzt in welche Kategorie. Diese Diversität drückt sich auch dadurch aus, dass es sehr viele verschiedene Freiwilligenprogramme gibt, nicht nur Freiwilligenprogramme mit Kindern, und auch nicht alle Freiwilligenprogramme mit Kindern werden durchgeführt mit Kindern, die keine eigene dauerhafte Bezugsperson vor Ort haben. Und deswegen stellen sich die Anforderungen an die Freiwilligen dann in vielen Fällen auch ganz anders. Dann möchte ich nochmal zu der zweiten Frage auch nochmal Stellung nehmen. Wie wird sichergestellt, dass wenn, unter welchen Voraussetzungen auch immer, die Freiwilligen dann irgendwann mal angekommen sind in Zielland, wie wird sichergestellt, dass sich darum auch gekümmert wird? Und das ist sicherlich auch eines der Qualitätsmerkmale. Es gibt in der Tat Freiwilligenorganisationen, die einfach nur hinschicken. Auch da wieder sowohl im Non-Profit-Bereich als auch im For-Profit-Bereich. Aber es gibt auch Organisationen und da auch wieder in beiden Bereichen, die dann festangestellte Mitarbeiter vor Ort haben und die sowohl zu den Aufnahmeprojekten als auch den Freiwilligen sehr engen Kontakt haben und dazu beitragen können, dass ein Freiwilligenprojekt für alle Beteiligten sinnvoll durchgeführt wird. Das heißt für das Aufnahmeprojekt, für die lokale Gemeinschaft, für die Freiwilligen und hoffentlich auch für die Gesellschaft weltweit, in dem Sinne, dass eben entwicklungspolitisches und interkulturelles Lernen gefördert wird. Paul, let's assume for a moment that there is actually a sense behind volunteering, behind the cooperation, behind young people from the north going to countries of the south. Let's assume that for a moment. So let's not put that general question to you. How can you ensure and how do you ensure that the young people actually are not left alone? That the communities profit, but that also those young people that are there trying to help, that they benefit in the sense of being enabled to improve coordination between North and South after they've come back. Yeah, thanks. Look, I think that it's a balancing act, and as critical as I am of the sector, remember I earn a fair portion of my bread and butter from the sector. So our volunteers are our clients, and their satisfaction is very important to us. And I think the question that Mandlakazi asked was very important, because what we do see some of the time is what Frank mentioned, is people being parachuted into projects, mm-hmm. sent abroad, left there, and they got to kind of find their own way. And I think that's where organizations like ours become very important, because we are project managers. So we are really the liaison between the client and the community. And so most of the organizations that we work with are very grassroots organizations, and they don't necessarily have the skills to manage volunteers.
They are running home-based care programs. They are working around HIV. That's where their skill lies. And so it is our responsibility to work with those projects, to get them to understand both the positive and the negative potential impacts. If they agree that they would like to work with volunteers, we then need to train them in terms of what that means and how they need to manage those processes. And we support them in terms of doing that. And I think that's where you kind of get the win-win that we are looking for, that this parachuting in of people is not possible. And this is where I become very critical of mass volume of volunteers, because you can't manage 1,000 people on the ground. It becomes very, very difficult to do that. And I think that we really need to start to look at what are the scalability challenges and what are the best practices in terms of managing all of those people, and is it even possible? I think the one thing that hasn't been spoken about here, and Christine has kind of alluded to a little bit, is like we need to follow the money on this, yeah? Like that's what we need to do. Who's making the money here? And our sense is that most of the money is not moving into the developing communities and into the developing world. It's remaining here in the global north, and the sending organizations are overcharging. They are holding on to a huge portion of the money. It remains here, and a trickle down happens, as we are so used to, in the south. And I think that that's one of the key questions that potential volunteers need to be asking. They need to be asking, where does all of this thousands of euros that I have to pay, where does it actually go? And how much actually goes, if we're talking about development, how much of it actually goes into the developing world? And how much of it actually goes into the project? And I think the lack of transparency that we have around that currently is very, very deliberate. Because like I said earlier, the tourism industry has a history of being extremely extractive of the developing South. And we are just seeing a perpetuation of this pattern again. Beb, there seems to be a gap between... Paul, can you share the microphone? There seems to be one more argument that I heard earlier, and there seems to be a gap. What we are all wanting is skilled people to work in the projects. However, if you talk about, 17, 18-year-olds, the amount of skill that they will bring along is limited without sort of putting into question their goodwill and probably their capabilities. So how do we bridge that gap? Well, I also was triggered by the question, you know, how can we promote that people from there come and volunteer here? We have a very good and a growing group organization in the Netherlands that's working with schools, young teenagers, 17, 18 year old, that are prepared throughout a year, and they link up with a high school in another country, like China, in Kenya, whatever. And the young people in their summer holiday go to that country after a whole year of preparation and understanding, you know, what are we going to do? And they volunteer together with the people there, young people there, in community-based projects. So they organize holiday activities for the local children. And then the schools from there are facilitated to come to the Netherlands. And they do voluntary work in our country together with the Dutch young people. And they are brought to projects like our food for, food bank for poor people. And they visit project, and they suddenly realize, also the young people from Nairobi, that yes, you know, we always have this image like it's better in Holland. Well, not for everyone. We also have marginalized groups. And the immigrants from abroad are not always treated fantastically in our country. And they, you know, depend on the food market. And suddenly, then I think you have this respect a full exchange, and you have this understanding global that, you know, we live in a global world that's not yet perfect, and we have to work on that together. And I think, well, I really like that, and for the teachers here, I think that are the projects we need to focus on instead of us going to the poor kids or the poor people in the south. You know,
Thank you so much. We have one common enemy, and that is the time. I have two people that have raised their arm. Could I please ask you, könnten Sie bitte Ihr Statement, Ihre Frage ganz kurz stellen? Das wäre sehr nett, sonst kann ich Ihnen das Mikro nicht zukommen lassen. Also, die Dame da drüben. Ja, vielen herzlichen Dank. Meine Frage geht in Sie heißen? Tanja Riel. Meine Frage geht in die Richtung, was Beb gerade vorgeschlagen hat. Und zwar viele junge Menschen haben einen sehr großen Idealismus und möchten gerne etwas tun für die Welt und für die Zukunft und die Menschen. Und ich denke, vielleicht könnte das Podium noch weitere Beispiele nennen. Was könnte man diesen Menschen anbieten, damit die eben auch die Chance haben, die nicht die Erfahrung haben? Ich danke Ihnen vielmals. Der junge Mann auf der, im linken Block hinten, auch bitte eine kurze Frage. Erstmal danke für die sehr interessante Diskussion. Ich kann nicht versprechen, dass es sehr kurz wird. Es gibt einige Punkte, zu denen ich kurz was sagen würde. Und vor allem eine Frage, die Sie auch gerade an Herrn Seidel gestellt haben. Und meine Sicht als Geschäftsführer von einem deutschen Unternehmen, die Freiwillige und Praktikanten ins Ausland schicken. Wir haben uns auch damit Gedanken gemacht, ob wir Projekte haben möchten mit Kindern, ob wir diese Projekte vermitteln möchten. Und ich als Geschäftsführer, ich möchte das nicht verantworten. Also haben wir uns dazu entschieden, wir vermitteln nicht zu Kinderheimen, nicht zu Schulen. Auch wenn man einen Background-Check machen kann, polizeiliches Führungszeugnis sehe ich ein, aber ich denke nicht, dass es eine Zertifizierung geben kann, die jegliche kurz-, mittel- und langfristige Risiken für diese Kinder vor Ort verhindern kann. Und deswegen kurz meine Sicht als Unternehmer in Deutschland, haben wir uns dagegen entschieden und haben nur Projekte im Bereich Naturschutz, Umweltschutz und Tierschutz in der ganzen Welt. Ich danke Ihnen vielmals für diese Aussage, die sicherlich unsere Diskussion auch bereichert hat. Ihre Frage, die Sie aufgeworfen haben, würde ich fast sagen, kommen Sie nach vorne gleich, nachdem wir die Diskussion beendet haben. Ein Satz, Markus, in 3 Jahren ist das Segment gewachsen. Dann brauchen wir dringend einen zuverlässigen Regulierungsrahmen, der dafür sorgt, dass mit diesem wachsenden Segment kein Schindluder getrieben wird. Christine, in 3 Jahren, das ist noch so eine absehbare Zeit, brauchen wir noch dringender als heute. Aufgeklärte Kundschaft, die weiß, was sie bucht, worauf sie sich einlässt. Nicht alle Projekte, die mit Naturschutz und Tieren Zugang gehen, sind einfach gut. Auch hier gilt es, nachzufragen und verantwortungsvolle kommerzielle Anbieter, verantwortungsvolle nicht kommerzielle Anbieter, die sich an Regeln halten. Frank, in 3 Jahren. In 3 Jahren hoffe ich, dass wir, auch wenn Herr Tressel das nicht so gerne sieht, ein Gütesiegel in irgendeiner Form haben, denn sagen, es ist sinnvoll, sich den Verbraucher oder den Nachfragenden eben aufzuklären und den Instrumente anzugeben, Fragen zu stellen, ist schön und gut. Es gibt aber auch gesellschaftliche Entwicklungen, die einfach dahin gehen, dass alles immer schneller wird und sich viele einfach nicht die Zeit nehmen. Das heißt, man geht letztendlich an den Bedürfnissen derjenigen, die solche freiwilligen Projekte machen wollen, vorbei. Beb, in 3 years. We need more than today. What we need more, what I think what we need less and what we should have limited is sending people to children homes abroad. Thank you. Paul, in 3 years, the proportion of your business will have grown again into voluntourism. What do you need? No, I think the solution here lies with informed consumers. Consumers need to start asking the good questions. If they ask the good questions, they'll find the right organizations. That sounds brilliant. And jetzt haben wir noch eine letzte Person auf dem Podium, die jetzt schnell mal hier hochkommt, Mechthild Maurer. Keine Sorge, meine Damen und Herren, die nach uns kommen, das ist jetzt nur noch eine Minute. Ich sage schon mal danke an das Podium, das hier super diskutiert hat, für Ihre Zeit. Mechthild, take it away. Zunächst erstmal herzlichen Dank für alle Panelisten und in Sie ins Podium. Und es freut uns zu sehen, dass hier eine große Bereitschaft ist, sich dem Thema zu stellen. Wir sehen aber auch Handlungsnotwendigkeit, und wir möchten Organisationen, Vereine,
kommerzielle Anbieter einladen zu einem weiteren Austausch, zu einem Konsultationsprozess. Und ECPAT Deutschland wird zusammen mit Tourism Watch, Brot für die Welt, im Laufe dieses Jahres noch einen Fachtag organisieren, zu dem wir Sie herzlich einladen, um hier weitere Schritte auf den Weg zu bringen. Und nochmal herzlichen Dank an alle. Vielen Dank. Und jetzt möchte ich Aufmerksamkeit erzeugen für diejenigen, die nach uns kommen. Wir werden die Mikrofone weitergeben. Haben Sie noch einen guten Tag auf der ITB und wir hoffen, dass Ihnen die letzten eine Stunde, 15 Minuten was gebracht haben. Brot für die Welt braucht Ihre Unterstützung. Spenden Sie unter www.brotfuerdiewelt.de.